gerne mit euch oder... Oh, Baby Hayley ist gerade wieder wach und gibt Gummi. Oh, es ist so warm. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar zu einem ganz besonderen, denn es gibt wieder ein Schwangerschaftsupdate. Und das sind die Videos, die mir zurzeit am allermeisten Spaß machen. Logisch, denn unser Baby ist der Mittelpunkt. Und auch ihr zeigt mir durch euer Feedback, wie gerne ihr diese Videos schaut. Und dann macht es natürlich umso mehr Spaß. Wir haben heute ungefähr 30, 32 Grad. Also es ist ein unglaublich heißer Tag. Ich schmelze nur so dahin. Jede Bewegung ist zu viel. Also nimmt es mir nicht übel, wenn ich ein bisschen außer Atem bin und einfach hier wie Butter zerlaufe. Aber ich freue mich ganz doll, euch jetzt abzudaten und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich beginne einfach mal mit kurzen Fakten und zwar nehme ich die immer sehr gerne meine App. Ich verwende da die iMama iPapa App. Ich verlinke sie euch sehr gerne unten in der Infobox. Da befinde ich mich jetzt gerade in der 32. Schwangerschaftswoche, sprich 31 plus 6. Also morgen ist diese dann auch schon wieder beendet und die 33. fängt an. Die App an sich begleitet mich schon die ganze Schwangerschaft und ich finde sie total schön vom Aufbau her, weil sie ist einmal für iMama, also für mich, dass ich sehen kann, was mit dem Baby passiert oder auch als Mama, was so mit mir passiert, dann sind Tipps und Tricks immer mit dabei und es steht halt wöchentlich geschrieben, was passiert, nicht wie bei manchen anderen Apps jeden Tag. Und was ich noch viel, viel schöner finde, diese App ist halt auch für den Papa, dass der auch noch ein bisschen mit integriert wird. Dann kann man oben nämlich einmal umswitchen und dann steht da iPapa und er sieht dann auch ganz genau, was mit dem Baby gerade los ist oder passiert ist in dieser Woche oder auch mit seiner Partnerin. Und deswegen finde ich das super schön und wir freuen uns jeden Freitag, um es gegenseitig das vorzulesen. Ich habe gestern erst meinen Bauchumfang gemessen und das waren 105 cm. Ansonsten habe ich bis dato circa 11 bis 12 Kilo zugenommen, was ich noch im Rahmen finde. Und ich bin mir nicht genau sicher, ob ich euch das überhaupt schon mal erzählt habe, aber mein genauer Entbindungstermin ist der 9.10.2015, also schon ganz, ganz bald. Und ja, gibt es noch irgendwas Kurzes an Fakten? Achso, der Glukosetest beim letzten Frauenarzttermin ist sehr gut ausgefallen, also die Werte waren tippitoppi. Es sei denn, ich habe euch das schon erzählt, Vergesslichkeit ist immer noch da. Aber egal, jetzt habe ich das kurz auf den Punkt gebracht und kann euch ja eigentlich gleich weitererzählen, wie es mir sonst so in den Wochen ergangen ist. Ich hatte vor 3, 4 Wochen wieder mal eine Erkältung und vor der hatte ich wirklich schon so einen großen Bammel, weil ich mich an die am Anfang der Schwangerschaft sehr, sehr gut erinnern kann. Denn die zog sich 2 bis 4 Wochen hin, bis ich sie wirklich komplett losgeworden bin. Und diese Erkältung ist wirklich nur über eine Woche geblieben und ich bin wirklich sehr gut damit klargekommen. Der einzige Nachteil, ich hatte unfassbar viel Nasenbluten mal wieder. Was meine Hausärztin aber gesagt hat, vollkommen normal ist im schwangeren Zustand durch das große Blutvolumen. Dann hat sich auch mein Ischias wieder zurückgemeldet und das macht er täglich mittlerweile, gerne abends, wenn ich zu Bett gehe und auch gerade dann, wenn ich wieder aufstehen muss. Das sind unerträgliche Schmerzen, wie Blitze stößt es in meinen Körper rein. Aber es ist nur abends, muss ich sagen, und dann ist es auch okay, weil wenn ich dann irgendwann zur Ruhe gekommen bin, kann ich auch schlafen und morgens ist es immer so, als wäre gar nichts gewesen. Von daher kann ich damit sehr, sehr gut noch leben und brauche noch keine weiteren Maßnahmen dafür. Dann hatte ich eine Woche nach der Erkältung wieder extreme Schlafstörungen. Also ich habe unglaublich lange gebraucht einzuschlafen und wenn ich eingeschlafen bin, bin ich nachts irgendwann wach geworden und war auch wirklich hellwach. So wirklich so, zack, wir können los, was wollen wir machen, ich bin aktiv. Und ja, als ich dann wirklich aufstehen musste, war natürlich klar, dass ich hundemüde war. Aber das hat sich dann wieder relativ schnell eingependelt und jetzt schlafe ich wieder wie ein Baby, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, dann habe ich noch seit ein paar Tagen vereinzelt wieder sehr trockene Stellen im Gesicht. Gerade hier neben dem Mundwinkel und an der Wangenpartie. Die Pigmentstörungsflecke, sag ich mal, sind auch noch da. Das kommt aber durch die Sonne. Hat mir auch schon fast jede Schwangere und auch der Frauenarzt gesagt, dass das normal ist. Das geht nach der Schwangerschaft wieder weg. Ich habe gerade hier auf der Stirn einen, den man vielleicht jetzt gerade nicht sieht, durch die getönte Tagescreme. Und auch am Knie habe ich einen. Aber das sind ja jetzt keine Sachen, die wirklich wehtun. Was viel, viel schlimmer ist, ist diese Atemnot, die ich bekommen habe.
Also, ich bin nicht nur noch schnell außer Atem, sondern in meinen Ruhephasen, wenn ich mich hinlege und echt eine Pause mache und das Baby irgendwie total aufs Zwerchfell drückt, bekomme ich einfach keine Luft. Dieses Gefühl, tief einatmen zu können, ist einfach nicht da. Und das ist ein ganz, ganz gruseliges Gefühl, wo man wirklich sich echt beruhigen muss und sagen muss, das ist alles normal und nicht gleich in Panik verfällt. Das ist wirklich anstrengend. Ich habe mich mittlerweile so ein bisschen dran gewöhnt, kann ich schon sagen. Aber es ist echt ein ekelhaftes Gefühl. Und gerade wenn es so heiß ist wie heute, habe ich das Gefühl, verstärkt sich das Ganze noch. Man hat eh schon so eine Schnappatmung und diesen Watschelgang und alles ist viel langsamer. Und die schwüle Luft und die heiße Luft und alles ist so bäbä. Und wenn man dann keine Luft kriegt, das ist so ein ekelhaftes Gefühl. Aber gut, ich bin froh, wenn auch das wieder vorbei ist. Und die Schwangeren sagen, sobald dann so richtig die Senkvenen angefangen haben und das Baby langsam mehr ins Becken rutscht, soll das nachlassen. Also darauf freue ich mich dann auch schon. Und was mir auch sehr aufgefallen ist, dass mein Bauch so doll spannt, Leute. Wirklich, der spannt so doll. Und an manchen Tagen ist es so unerträglich, weil es so, ich habe das Gefühl, ich reiße gleich auf wie so ein Überraschungsei. Die Schokolade knackt einfach auf und ich platze, als hätte ich keine Ahnung, nonstop gegessen. Dieses Gefühl von, ich bin überfressen, so dieses, ich platze, ich kann euch das gar nicht beschreiben. Das ist so, so eklig manchmal. Und dann ist mir natürlich klar, dass diese Wachstumsschübe gerade wieder im Gange sind. Aber es ist echt ein ganz, ganz gruseliges Gefühl. Und da muss ich an dieser Stelle euch ganz, ganz herzlich da draußen danken, weil ganz viele Zuschauer unter meinem letzten Video geschrieben haben, ich solle doch mal das neue Produkt von Bübchen für Mama ausprobieren, dieses Massageöl. Und auch in meinem Bekanntenkreis haben das einige benutzt und alle haben gesagt, Jule, hol dir das. Und Leute, ich bin euch sehr, sehr dankbar dafür. Ich spreche nämlich von dem Bübchen Mama Massageöl, zu dem wir alle geraten haben. Schützt anspruchsvolle Haut mit Mandel- und Jojobaöl. Und oh mein Gott, es riecht so gut. Es riecht wirklich so, so lecker. Und wenn ich diese Spannungsgefühle im Bauch habe, massiere ich meinen Bauch ein. Also nicht nur noch morgens und abends, sondern wirklich auch zwischendurch mittlerweile. Und das Zeug ist göttlich. Es ist wirklich göttlich. Von der Konsistenz, vom Geruch. Von der Hautverträglichkeit so oder so, es ist wirklich nur noch ganz, ganz wenig drin. Das werde ich mir zu 1000% wieder nachkaufen. Ich habe es bis jetzt bei uns nur im Butni entdeckt. Also bei DM war es nicht und es war auch nicht bei Rossmann. Aber Gott sei Dank haben wir hier ja einen Butni und von dem Aspekt her vielen, vielen Dank für euren Tipp. Dann habe ich extreme Hitzewallungen, also so richtige Hitzewallungen. Und damit meine ich nicht, mir ist heiß, weil es draußen heiß ist, sondern einfach so von 0 auf 100 überkommt es mich. Und ich habe das Gefühl, pure Lava schwimmt in meinem Körper oder das Blut brodelt in mir. So heiß ist mir. So von 0,0 auf 1000. Und es lässt so nach 2 Minuten wieder nach und dann ist auch wieder alles okay. Aber das ist total auch widerlich, das Gefühl. Dann hatte ich, oh Gott, kann ich das hier überhaupt sagen vor der Kamera? Ja, kann ich, es gehört dazu. Hallo, die Schwangerschaft ist nicht immer nur schön. Ich hatte auch extreme Blähungen. Also ich hatte wirklich Probleme mit Verstopfung und Blähungen. Und auch das habe ich nachgefragt bei meiner Hebi und die sagt, das ist vollkommen normal, wenn das Baby so auf dem Darm liegt oder gegen den Darm drückt und alles abklemmt und so weiter und so fort, ist das alles vollkommen normal. Vielleicht nicht schön, aber alles vollkommen normal. Was auch nicht so schön war, waren meine entzündeten Brustwarzen. Also das war auch nicht schön. Die waren kochend heiß, die waren leicht eingerissen. Und da hat meine Hebi mir eine Salbe gegeben. Und als ich drauf geguckt habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, aber sie hatte mich schon vorgewarnt. Es war eine Hämorrhoidensalbe. Und sie sagt, auch das ist vollkommen normal, dass die Brustwarzen oder auch die Höfe sich entzünden. Gerade dann, wenn die Brust anfängt extrem zu wachsen oder auch die Milchproduktion richtig in die Startlöcher geht. Das kann bei den Schwangeren vor der Geburt sein oder auch bei den Müttern, wenn sie nachher stillen. Also das ist nichts Besonderes, aber diese Hämorrhoidensalbe hat wirklich geholfen. Man glaubt es kaum. Und ich bin ihr sehr dankbar für diese Tipps. Ja, und das ist es, glaube ich, erstmal gewesen, was ich so hatte. Ich glaube, das ist auch genug, weil ich habe noch gedacht, beim nächsten Update habe ich euch so viel zu erzählen. Und so ist es ja jetzt auch. Also es hat sich dann doch
in den letzten 3, 4 Wochen einiges getan. Ja, im Großen und Ganzen haben wir fürs Baby schon, soweit es geht, alles besorgt und gekauft, was wir brauchen. Natürlich fehlen vereinzelt noch ein paar Sachen, die können aber halt immer noch gekauft werden. Ich möchte aber zu den Sachen wie Klamotten oder den Kinderwagen oder auch die Kliniktasche, die ich jetzt gerade am Packen bin und nach fülle, oder auch die Möbel, die nächste Woche kommen für die Lütte. Dafür wollte ich halt wirklich separate Videos machen, weil ich glaube, in so einem Video würde es das einfach sprengen. Und auch ihr habt, glaube ich, mehr Freude daran, wenn es einzelne Videos sind. Aber momentan beschäftigt uns halt am allermeisten unser Umzug, den wir nächste Woche in Angriff nehmen. Und ja, wir ziehen nochmal um für all die, die es noch nicht wissen. Wir haben uns das hier gerade so schön gemütlich gemacht und häuslich eingerichtet, aber der Platz reicht einfach nicht aus. Wir ziehen jetzt in eine 3-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss. Dieses Haus hier hat ja 3 Etagen und das ist einfach too much. Es ist wirklich too much. Und deswegen freue ich mich schon auf die Erdgeschosswohnung. Wir haben dort einen Balkon, hier hatten wir eine Terrasse, aber wir haben ja auch unseren Schrebergarten. Der ist gleich ganz in der Nähe. Und wir ziehen auch in die Nähe von meiner Mama, worüber ich mich auch sehr, sehr freue. Das ist irgendwie so ein seelischer Beistand, den ich dann habe, gerade wenn die Kleine dann da ist. Und auch so, es wird dort gerade alles neu gemacht, da kommt eine neue Küche rein, die Bodenbelege werden neu gemacht und die Elektrik, also es wird alles komplett kernsaniert oder wurde. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie weit die zugange sind. Und von dem Aspekt her freue ich mich sehr. Was mich so ein bisschen traurig macht, ist, dass ich nicht richtig mit anpacken kann. Ich bin ja auch so jemand, ich mag zu gerne mit anpacken und machen und tun. Aber mit der Kleinen im Bauch geht das natürlich nicht. Ich kann so ein bisschen mit rumwuseln, aber was ich am besten machen kann, sind die Anweisungen geben. Und ja, meine Freundinnen werden mir helfen und wir kriegen das schon alles ganz gut in den Griff. Internet habe ich schon rechtzeitig an- und abgemeldet, das heißt, ich müsste eigentlich relativ fix dort Internet haben. Und was mich noch viel, viel mehr freut, Leute, wirklich viel, viel mehr freut, dass ich wirklich dann wieder mein schnelles, besseres Internet habe. Weil ihr könnt euch das nicht vorstellen, seit wir hier wohnen, haben wir nicht mehr dieses DSL Speed, sondern es geht hier nur eine ganz bestimmte Leitung und die ist so lahmarschig. Ich brauche 10 bis 15 Minuten Videos, manchmal 5 bis 8 Stunden oder er bricht das wieder ab und fängt wieder von vorne an. Es ist wirklich Internet wie von 1902, also total schrecklich und da haben wir wieder so tolles Internet. Und das motiviert mich natürlich dann wieder regelmäßig Videos zu machen und nicht zu denken, okay, ich stecke jetzt den ganzen Tag Arbeit in ein Video und dann braucht das auch nochmal 1000 Stunden, bis es hochgeladen ist. Das ist etwas, was mich sehr, sehr doll freut. Ihr könnt mir natürlich auch gerne auf Instagram, Facebook und Twitter folgen, falls ihr das noch nicht tut. Da bin ich regelmäßig am Posten, Twittern oder beantworte gerne eure Kommentare bei Facebook oder auch die E-Mails. Also da bin ich wirklich sehr, sehr aktiv. Und genau auf diesen Social-Media-Seiten habe ich vor circa einer Woche gepostet, dass ich plane, ein Q&A Ask Jule Video zu machen. Und ganz, ganz viele haben schon fleißig ihre Fragen drunter geschrieben. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, könnt ihr auch das gerne hier in den Kommentaren machen. Ob es jetzt zu meiner Schwangerschaft ist oder allgemein zu mir und Ralf oder zu irgendeinem anderen Thema. Fragt, was ihr fragen möchtet. Was habe ich natürlich vergessen? Baby Hayley, wie geht es ihr? Also beim letzten Frauenarzttermin, beim Ultraschall, wog sie so circa 1350 Gramm und war ungefähr 37 bis 38 cm groß. Sie ist unglaublich aktiv, wirklich, sie ist sehr, sehr aktiv, was mich sehr, sehr happy macht. Auch jetzt während des Videos ist sie da am Rumwurscheln und Machen und Tun. Und auch ihre Tritte sind herrlich, bis auf diejenigen, die manchmal mir den letzten Atem rauben, wenn sie so richtig Power gibt. Das sind manchmal Stöße, das ist nicht mehr schön, aber zu ertragen natürlich. Und auch die Massageeinheiten mit ihr finde ich einfach großartig, weil sie sich danach immer bemerkbar macht oder währenddessen. Und es ist einfach so ein schönes Gefühl, man kann das gar nicht beschreiben. Und ich liebe es einfach und ich freue mich auf die kleine Maus ganz dolle und ich genieße jeden Tag. Ja, ich werde euch jetzt natürlich noch meinen Babybauch zeigen und eigentlich wollte ich euch noch eine Bestellung zeigen, die ich bei 1000 Kind gemacht habe. Aber ich sehe gerade, dass mein Akku leer ist und schon extrem blinkt und ich glaube, das wird nicht mehr reichen. Deswegen werde ich das einfach um eine Woche verschieben. Wenn wir dann in der neuen Wohnung sind, zeige ich euch das dann. Und
Ja, hoffe natürlich, euch da draußen geht es allen gut. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Wirrwarr wieder geredet, aber ihr kennt mich ja auch mittlerweile und ich bin einfach nur happy und deswegen sprudelt es alles so aus mir Wirrwarr raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder ein schönes Wochenende, was ja morgen anfängt und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich sehe dich mit all deinen Farben und deinen.